Guten Morgen. Guten Morgen. Das letzte Mal aus Chile. Wir sind jetzt ein paar Tage da. Eigentlich am Erholen gewesen, ein bisschen am Hängen, nicht viel gemacht. Die letzten zwei Nächte haben wir auf dem Campingplatz hier verbracht. Der war recht schön gewesen. Hier im Hintergrund, seht ihr jetzt nicht so gut, wäre der Salar de Atacama. Und der Sonnenuntergang war auch gerade dort hinten. Es hat dann mega schön ausgesehen am Abend. Ja, super gewesen. Und da hinten dran, darum sind wir vor allem hier hingekommen. Nur da ist das Licht. Jetzt hat es so zwei Naturpools, wo wir gleich baden konnten. Sie waren ein bisschen frisch gewesen, aber ich habe es gerade schön erfrischend gefunden. Gute Abkühlung. Ja. Schönen Sternenhimmel haben wir gehabt. Das war auch gut gewesen. Haben wir den hier einmal noch gesehen. Und jetzt heute sind wir unterwegs, machen uns auf zu den Lagunen. Und werden dort etwas Zeit verbringen. Und nachher gehen wir dann zurück auf San Pedro, auf den Campingplatz, wo wir vor zwei Tagen schon waren. Der war tipptopp, da kannst du gut duschen. Man könnte theoretisch auch noch Wäsche machen. Schauen wir dann mal, werden wir wahrscheinlich noch machen. Einfach, wenn wir jetzt halt die zwei Wochen, wo wir unterwegs waren, nicht haben können waschen. Ja, und dann sicher mal noch etwas kochen und dann parat machen. Weil morgen gehen wir dann den Camper wieder ab und ja, dann geht es dann wieder eins weiter. Der letzte Tag, wo wir so richtig haben. I just don't know how it's lived out. There must be some kind of plan. Every person could be you though. A pretty guy with a halo. But who am I kidding, please now? I gotta realize that wir sind auch bei der Lagune. Ja. Der Eingang war auf gut 4000 Meter. Jetzt sind wir glaube ich, auf 37, 38. Wir sind jetzt bei der hinteren Lagune. Bei denen kann man durchfahren. Also man muss nicht aussteigen und laufen. Und wir sind jetzt bei der Lagune. Minik, genau. Das ist die da hinten. Sieht gut aus, oder? Wieder mal traumhaft schön. Auch wenn ich persönlich finde, andere Lagunen, die wir bis jetzt gesehen haben, waren ein bisschen schöner gewesen. Aber... Ja, so also auf dem Weg, Tour, die wir gemacht haben, Tour, von Uyuni auf San Pedro, dort hat es sicher eine dabei gehabt, die mir persönlich auch besser gefallen hat. Einfach ein bisschen eindrücklicher gewesen ist von der Farbe her. Aber das ist also auch nicht zu verachten, würde ich sagen. Nein, also schön ist es trotzdem. Und vor allem jetzt gerade sind wir mega allein. Ja. Vorher hat es noch mega viele Leute gehabt. Ja, jetzt fahren wir mal zu der anderen. Die ist ein bisschen grösser. Genau. Mal schauen, was wir dort noch so sehen. So understand what we could do. Around the world, say to Peru. We lie in bed till it's p.m. Eating breakfast when it's dark again. Let us be partners in crime. You and me as body and blood. We'll dance along in the afterglow. We'll be a song on the radio. Lagune Nummer 2, oder? Scanti. Eins vom Eingang aus, aber die zweite, die wir jetzt sehen. Miss Ganti, genau. Da gibt es noch einen kleinen Weg, den man anlaufen kann. Und kommen wir noch ein bisschen näher an die Lagune her. Ja, das machen wir jetzt. Die ist etwas grösser als die andere, habe ich das Gefühl. Dafür habe ich die andere etwas schöner gefunden.
Wir haben, glaube ich, eine richtig gute Zeit verwünscht. Es ist gerade Mittag und ich glaube, alle Tourgruppen von San Pedro sind jetzt am Essen. Also die am Morgen sind zurückgefahren, die haben wir noch recht viel gesehen, wo wir raufgefahren sind. Und ich nehme an, die am Nachmittag kommen erst später. Es hat jetzt rundum eigentlich keine Leute, außer da ganz hinten hat es eine Tourgruppe, die noch ist. Dann haben wir die beiden Lagunen praktisch für uns. Mega cool. Marisa ist da gerade ein bisschen am Fütteln mit dem Luchs vom Bär. Vicuñas und Flamingos gibt es anscheinend auch. Allerdings im Moment ist da nichts los. Vicuñas haben wir schon länger nicht gesehen, seit, ich glaube, Argentinien das letzte Mal. Oder auf der Fahrt zurückgefahren Chile. Sind. Nach der Grenze, wo wir auf Chile gefahren sind. Sie sehen ein ähnlich aus wie Alpakas oder Lamas, haben ein bisschen kürzeres Fell. Und die leben auf 3.500 bis 5.500 Meter. Und ja. Fressen das Zeug zwischen den Steinen raus. Ja, also da in diesen Steinding mit der Nase graben sie das Zeug auf die Seite und anscheinend hat es den Moos drunter und das fressen die. Es ist noch lustig, wenn man denen zuschaut, wenn man eigentlich meint, es hat nichts zum Fressen. Und ja, die sind mitten in der Wüste irgendwo. Sind in der Wüste irgendwo am Fressen und du denkst, was genau findet ihr da? Und ich persönlich finde ich ein bisschen herziger wie Lamas und Alpakas. Ja, Flamingos sind im Moment auch nicht rum. Was auch noch ist, im Winter da, beziehungsweise in der Trockenzeit, wird es da zum Teil bis zu minus 30 Grad. Dann gefrieren die beiden Lagunen in der Regel, obwohl sie ja aus Salzwasser sind. Also ist kein süßes Wasser da. Ja, jetzt, das wäre es gewesen von dem Rundgang. Wir gehen jetzt zurück zum Auto und fahren dann langsam richtig Campingplatz. Viel mehr haben wir heute noch nicht geplant. Ja. Vielleicht sehen wir unterwegs noch etwas. Posten müssen wir noch schnell für den Morgenmorgen. Aus der Lagune aus haben wir gleich noch Vicuñas gesehen. So zum Abschied. Und ich glaube, das wird das letzte Mal sein. Stimmt. Weil ja, nachher sind wir nicht mehr so hoch oben und dort gibt es die leider nicht mehr. Aber ja, können wir die euch noch mal zeigen. Wir sind beim Campingplatz angekommen. Marisa hat gerade die Nacht gekocht. Ich habe es probiert. Der Rest, alles was wir noch hatten, Reis, Tomatensauce, schon mal gut, ein bisschen Gemüse. Was und Rahm und Ei. Ja, wir geniessen es jetzt oder probieren es. Sternlich-Küche ist anders. Wir probieren das jetzt zu geniessen.
Und dann wäre es das eigentlich von... Er traut meiner Küche nicht, er sagt schon mal probieren. Ganz. Ja, dann wäre es das eigentlich von Chile und Südamerika. Morgen fliegen wir auf Santiago de Chile und übermorgen geht es dann ins nächste Land für uns. Yes. Wir freuen uns. Also, dann sehen wir sich dort wieder. Ade miteinander.